Hallo, ich freue mich riesig auf das Video heute, denn es dreht sich komplett um dieses Päckchen hier. Ich habe da so ein paar Sachen bestellt und richtig tolle Sachen, wie ich finde. Aber ich werde sie von Justus testen lassen, damit er auch gleich seinen Senf dazu geben kann, wie er die Sachen findet, ob sie wirklich nützlich sind oder ob er sie eher überflüssig findet. Bevor ich Justus jetzt gleich dazu hole, wollte ich nochmal kurz berichten, wie es mir nach der Winterfest-Challenge ergangen ist. Da haben wir ja alle zusammen mitgemacht. Das war das Wasserbomben-Video. Das verlinke ich auch nochmal am Ende des Videos. Ganz ohne krank zu werden, haben wir es jetzt nicht durch den Winter geschafft. Wir haben leider auch ein paar Erkältungen einstecken müssen. Aber so die ganz schweren Sachen, die andere vielleicht so bekommen haben, wie Magen-Darm, davor wurden wir zum Glück verschont. Liegt natürlich nicht unbedingt an der Wasserbomben-Challenge, die wir gemacht haben, aber dass wir einfach ja den Winter nicht so als düstere, dunkle, kalte Jahreszeit sehen, sondern einfach alles ein bisschen mehr mit Spaß rangehen. Würde mich mal interessieren, ob du auch eines dieser Challenges mitgemacht hattest. Ich verlinke nochmal die Facebook-Seite von der Shop-Apotheke. Da kann man nämlich noch nach wie vor ganz tolle Sachen gewinnen, wie zum Beispiel so ein ganzes Winterfest mit 20 Personen, mit Fotograf, DJ und Verpflegung. Bis zum 28.02. kann man da noch mitmachen und schreib mir unbedingt, welches der Challenges du mitgemacht hast und wie du sie fandest. Und jetzt würde ich sagen, hole ich Justus dazu. Ich habe schon erzählt, es geht um dieses Paket und was da drin ist. Und ich habe ganz tolle Sachen gekauft und du sollst entscheiden, ob sie wirklich so toll sind. Tolle Sachen gekauft für wen? Für mich, die toll sind, oder für dich, die toll sind? Nein, die sind so allgemein sehr toll. Die sind allgemein sehr toll. Das suggeriert ja schon, dass sie toll sind. Guck mal, du bist so abgeschnitten. Setz dich mal ein bisschen tiefer. In diesem kleinen Kästchen hier, das musst du jetzt einmal öffnen. Und zwar habe ich Linsen gekauft. Das sind solche... Die mag ich gerne. Nicht zum Essen, sondern fürs Handy. Und zwar kann man die einfach auf die Handykamera stecken. Und dann gibt es drei verschiedene, glaube ich. Und zwar einmal Fisheye, dann einmal Weitwinkel. Oder ist es dasselbe? Nee, ne? Und dann noch einmal Makro. Dann kann man eben nochmal viel bessere Fotos machen. Nur mit dem Handy. Und das wollte ich einmal mit dir direkt jetzt ausprobieren. Zeig mal. Die sehen das ja gar nicht, wenn du das so unten hältst. Oder mach mal Makro und dann filmen wir deine Nasenhaare. Ich habe die gerade erst geschnitten. Da gibt es also nichts zu gucken. Ach, das hält also auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das müssen wir zeigen. Das müssen wir zeigen, dass es so gut hält. Warte mal, ich glaube... Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht ganz drin geklickt. Und du erzählst schon, wie gut das hält. Und das ganze Ding ist nämlich ein Schraubverschluss, sehe ich gerade. Das ist nämlich qualitativ hochwertig, ganz offensichtlich. Gut, dann nehmen wir mal das hier und machen mal drauf. Ich blende das einmal hier ein jetzt. Also einmal vorher und einmal nachher, als wäre die Kamera weiter weg. Und das ist ja manchmal so bei Selfies. Da möchte man vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen von sich selbst oder auch vom Hintergrund. So. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr praktisch. Ah, das ist jetzt... Makro. Zeig mal deine Haare. Kann man das zeigen oder ist das eklig? Lass uns mal so eine Blüte zeigen. Das ist vielleicht ein bisschen hübscher. Also das finde ich schon sehr interessant, weil ich experimentiere gerne mit den Bildern und vor allem ich mache immer so Großaufnahmen. Bei meinem Instagram-Kanal hatte ich am Anfang viele Käfer und Heuschrecken. Die muss ich wieder löschen. Genau, sein Instagram verlinke ich auch noch einmal. Ja, aber das fanden nicht so viele toll, aber ich fand es schön. Gut, und damit könnte ich vielleicht noch nähere Aufnahmen von Heuschrecken machen. Aufnahmen. Ja. Das wird die Leute freuen. Das nächste, ja, da wirst du wahrscheinlich sagen, dass es jetzt nicht so nützlich ist. Oh, ein pinkes Propeller. Ein Propeller. Ja, den habe ich mir schon immer gewünscht. Und zwar, ich habe mir nämlich gedacht, klar, ist es jetzt vielleicht nicht so. Damit kann ich endlich fliegen. Aber man kann das nämlich ans Handy dran machen. Und wenn man im Sommer dann schwitzt, da ist es ja meistens sehr heiß. Und wenn man dann was am Handy machen möchte, dann, ja, dann hat man hier so einen kleinen Mini-Propeller. So. Und dann kann ich immer telefonieren. Hallo. Ja, oh Gott. So macht frisch. Das gut Wind? Ja. Boah, ordentlich. Stell dir mal vor, jetzt im Hochsommer. Genau, im Hochsommer, da laufe ich die ganze Zeit so damit rum. Es gibt ja immer Leute, die da so einen Handpropeller so haben und das vor sich Gesicht halten. Das kann man machen. Damit würde ich natürlich jederzeit so durch die Stadt rumlaufen. Mit diesem pinken Propeller. Und den gibt es auch in anderen Farben. In anderen Farben? Auch in schwarz. In schwarz, schön. Das wäre doch was für dich. Ja, so und für die Kinder ist das bestimmt lustig. Die freuen sich bestimmt gleich. Schreib mir sowieso, was du jetzt nützlich findest und was nicht von den ganzen Sachen, die ich jetzt noch zeigen werde. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht haben die Zuschauer ja eine andere Meinung. Vielleicht kann man das hier ein Parfum tunken. Und dann dreht sich das ganze Zeit und dann hat man... So ein Raumbelüfter. Genau. Da freue ich mich schon mega drauf. Ich auch. Das ist nämlich ein Selfie-Light. Ein Selfie-Light. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Und zwar ist das für Selfies, das ist so ein Licht. Dann kann man das ans Handy dran machen und dann hat man ein wunderschönes Licht.
wenn man sich selbst fotografiert. Gerade so in der dunkleren Jahreszeit. Guck mal, es gibt 3 verschiedene Stufen. Das ist mega hell. Aliens, okay. Und das kann man einfach hier dran klipsen. Tada! Für die Leute, die immer abends fotografieren, finde ich, das ist eine super Idee. Ja? Mhm. Habe ich gut gekauft. So, kommen wir zum nächsten schon. Das ist, wie ich finde, genial und ich wette, dass du das so toll findest, dass du es auch haben möchtest. Bitte schön. Weil das eine Schlaufe ist. Eine Schlaufe. Ja, und zwar, was ist es? Es ist nämlich ein Schlüsselanhänger, aber man kann es benutzen als Kabel und zwar zum Aufladen des Handys. Also wir kennen bestimmt alle so ein riesig langes Kabel, womit man das dann mit USB und dann noch hier diesen Anschluss dann irgendwo ransteckt. Und dann hat man so ein langes Kabel. Man hat es natürlich auch nicht immer mit dabei. Aber das ist jetzt was Tolles, denn es ist eben am Schlüssel dran. Man hat es also immer dabei und man kann damit aufladen. Also wenn du zum Beispiel mit Laptop unterwegs bist, steckst du diese Seite in deinen Laptop und die andere in dein Handy. Das geht? Ja, das ist ja der Sinn jetzt von dem Teil. Also hier ist der Anschluss USB und hier auch. So, den stecken wir da rein. Und jetzt soll hier angeblich das Handy mitgeladen werden. Genau, das ist jetzt die andere Seite. Tada! Es wird gerade geladen. Und zwar einfach mit diesem Kabel hier. Ja, das ist ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen, weil ich viel unterwegs bin. Dann kann man das Handy da aufladen. Und keine Sorge, und das gibt es natürlich auch in anderen Farben. Wieso? Pink finde ich gut. Pink ist das neue Schwarz. Nicht zu verwechseln mit Grün, sondern das ist wirklich trendy. Für das nächste ist es ganz gut, dass der Laptop schon hier steht. Und zwar ist es ein Bubble-Bubble. Ein Bubble-Bubble. Da bin ich sehr gespannt, wie das ist, denn die Bewertungen waren nicht sehr gut. Ach, das ist einfach so ein Reinigungs. Ich nehme alles Staub auf und genau. Verberge es in meinem Inneren. Ja, das ist so. Also ich glaube, es ist so was Klebriges, so eine Masse. Und dann soll es eben Staub aufnehmen. Und gerade so an Tastaturen von Laptops kann man da halt richtig gut dazwischen gehen, weil da kommt man ja auch nicht so gut ran mit irgendwelchen Waschlappen. Nicht zum Verzehr geeignet. Nicht zum Essen. Nicht in die Hand nehmen. Atemmaske tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt rufen. Oh, das ist ja wie Rotz. Ah, gee. Sag doch mal. Und da ist ja ganz viel Rotz noch drin. Also damit kann man jetzt Staub wegmachen. Ja. Irgendwie klebt das gar nicht, finde ich. Nee, du, das soll ja auch nur den Staub kleben. Okay, wir gucken. Nee, nicht so. Ich glaube, du musst so patschen. Genau. Und? Ja, also die Tastatur war vorher schon sauber. hier ist so ein bisschen komische Sachen. Oh, das geht. Ey, das ist ja richtig gut. Ja? Ja. Da war eben so ein komisches Zeug. Ja, aber das soll ja nur Staub wegnehmen. Ja, es hat ja auch so eine leichte flüssigkeitsähnliche Substanz drin. Also die Hände sind ja auch feucht. Also es funktioniert? Es funktioniert. Willst du das damit sagen? Ja, es funktioniert. 95% Bio. Und 5% Diesel. Also überall, wo man Staub nicht richtig wegmachen kann, da kann man bestimmt mit so einem Glibber gut arbeiten. Genau. Okay, kommen wir zum nächsten. Oh, noch was. Nee, gut. Das ist wieder was mit Tastatur. Crystal Guard. Und zwar habe ich mir gedacht, falls dieser Glibberwibber nicht funktionieren sollte, habe ich jetzt so ein Cover gekauft. Und zwar kann man das einfach über die Tastatur legen. Und das ist auch etwas sehr Schönes, wie ich finde. Dieses mit dem Farbverlauf. Findest du es auch schön mit dem Pink? Ah, ich finde das super schön. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den Amazon-Bewertungen. Da stand irgendwie, dass es wohl nicht 100% passt. Und deshalb probieren wir das jetzt aus. Also, ich finde, es passt. Sogar dieser kleine grüne Punkt ist hier mit drin. Und es rutscht auch nicht. Stimmt. Es fühlt sich gut an. Aber es ist die Frage, ob man das jetzt braucht. Naja, aber es gibt ja Menschen, die zum Beispiel ein Brötchen essen, während sie am Laptop irgendwas machen und dann krümelt es da runter. Ach stimmt, da kommt nichts durch. Also das ist oder gut. Auch also trinken und dann schwappt es irgendwie mal da drauf. Wer macht das denn? Okay, also zumindest ist das jetzt so dicht, dass er wirklich. Könnte ich diesen Test mal machen? Ich schütt dir ein Bier über die Tastatur. Das wäre echt Hardcore-Live-Test. Das Urteil von Justus, finde ich, ist allgemein sehr gut ausgefallen. Ich habe nicht nur komische Den Sachen. Ventilator. Ja. Den würde ich. Aber schreib mir unbedingt, was du am besten fandest, was du dir nachkaufen würdest und was du jetzt auch eher unnütz fandest. Das würde mich mal interessieren. Ich hoffe, das Video war interessant. Wir verabschieden uns und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, gut. Nein, nein, Das ist nicht witzig. So. Nee, das sieht man nicht. Wow. Was ist das?